Herzlich willkommen hier bei uns im HSV-Netradio, präsentiert von der Telekom. Der weiter auf Leibold, guter erster Kontakt. Leibold jetzt mit dem tiefen Chipball Richtung Moritz Heyer, deckt ihn in die Mitte auf Robert Glatze. Kopfball! Ja! Für den HSV! Robert Glatze mit dem Führungstreffer. So sieht's aus. Und der erste Ballkontakt, den Werder Bremen hat, der gebührt Michael Zetterer, dass er die Kugel aus dem Netz holt. Groß legt dann in die Mitte ab. Jonas Davi, ganz unangenehme Situation, spielt Heuer Fernandes an. Und dann Groß, das muss der Platzverweis sein für den Werder-Kapitän. Christian Groß haut Daniel Heuer Fernandes um, nachdem der den Ball weggeschossen hat. Und dafür sieht er jetzt folgerichtig die gelb-rote Karte. Hast es gesagt, 17 Meter, fast zentral. Richtig gefährlich. Duxch macht's. Drüber, Tor. Tor, 1:1. Direkt verwandelt. Alle können es nicht fassen, die Bremer, der Treffer zählt nicht. Und da haben wir gesehen, dass ein Werder-Spieler, als Marvin Duxch angelaufen ist, sich in die HSV-Mauer gestellt hat. In dem Moment, wo er angelaufen ist. Und das ist laut Regelauslegung ja nicht mehr erlaubt, im Gegensatz zu früher. Carriata, blass geblieben bislang, am rechten Strafraumeck. Ah, braucht zu lange, zieht jetzt bis zur Grundlinie durch, bringt den Ball dann gut rein, gute Flanke, kommt! Ja! 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 Carriata flankt! Und der HSV köpft ihn wieder rein. Oh, und dann der HSV macht Werder stark, Füllkrug scheitert an Heuer Fernandes. Nächste hundertprozentige Torchance für Werder Bremen. Und das ist der Schlusspfiff hier im Weserstadion. Hamburger Sportverein siegt mit 2:0 bei Werder Bremen.